Junge, bleib weg vom Wasser. Und nein, ich spreche nicht von diesem Virus. Da draußen im Wasser gibt es mehr zu befürchten als einen Virus. Ich habe Dinge gesehen, bei denen du dir einen Virus wünschen würdest. Ich bin früher getaucht, weißt du? Das wusstest du nicht, oder? Nun, es ist wahr. Und ich war auch gut darin. Richtig gut. Und ich wusste, die Luft anzuhalten. Ich will verflucht sein, wenn es nicht einst die Freude meines Lebens war. Und ich will verflucht sein, wenn ich es nicht vermisse. Ich war ein Draufgänger in jenen Tagen. Einer, der kein Risiko ausließ. Ich mochte es, zu sehen, wie tief ich gehen konnte. Wie lange ich dort bleiben konnte. Die Mädchen an Deck des Bootes zu erschrecken und dann eine oder zwei von ihnen zu trösten, wenn ich wohlbehalten wieder nach oben kam. Aber natürlich brauchte es Übung, so etwas kontrolliert abziehen zu können. Und dafür zog ich oft alleine los. Natürlich weiß ich jetzt, dass das dumm war. Ich weiß jetzt, warum sie dir sagen, dass du nie alleine losziehen sollst. Aber ich war jung. Ich war dumm. Grundgütiger war ich dumm. Es war ein schöner Tag zum Tauchen. Perfektere Bedingungen konnte man sich nicht wünschen. Es kribbelte geradezu in meinen Muskeln, als ich mit dem Boot zu diesem brandneuen Tauchplatz hinausfuhr, den ich schon lange erkunden wollte. Ich war schon in der Nähe gewesen. Du weißt schon, in den Abschnitten, die flacher waren. Aber dieser Spot war ein bisschen weiter draußen. Tiefer. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ich dort finden würde. Also suchte ich mir einen guten Platz, um das Boot anzuhalten und zog mich um. Schon bald war ich bereit loszulegen und irgendwann gab es nichts anderes mehr zu tun, als einfach einzutauchen. Also tat ich das. Sofort kam ich mir vor wie Alice aus dem Wunderland, als sie in den Kaninchenbau fiel. Bei mir eben nur deutlich langsamer und ohne Luft. Doch ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Ich war so nah an anderen Orten, an denen ich schon gewesen war, und doch sah alles so anders aus. Keine der Algen sah gleich aus, doch sie wirkten, als ob sie nach mir zu greifen versuchten und von einer Seite zur anderen schwankten. Die Sonne brach sich im Wasser und färbte es türkis, nur um gleichzeitig die Umgebung zu erleuchten und hin und wieder scharfe Sonnenstrahlen durchzulassen, die durch die Bewegung des Wassers auf der Oberfläche vor meinen Augen friedlich und beinahe hypnotisch zu tanzen schienen. Es gab Fische, die ich zuvor noch nie gesehen hatte, die überall herumflitzten, während ich sie durch meine bloße Anwesenheit zu Tode erschreckte. Der Blick war atemberaubend. Doch, das war nur der Anfang. Es sollte noch mehr auf mich zukommen. Immer weiter hinab schwebte ich, bis der dunkle Sand am Grund in Sicht kam. Dies erregte meine Aufmerksamkeit mehr als alles andere. Ich hatte anhand meiner Erfahrungen in den umliegenden Tauchspots glatten, hellen Sand erwartet. Vielleicht ein paar Felsen. Was ich stattdessen fand, war eine Art steinig aussehender Grat, wie der Anfang einer kleinen Bergkette. Er war etwa 6 Fuß lang und beinahe geometrisch gerade, und doch sah die Formation irgendwie organisch aus. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, warum es mich verwirrte, als ich es zum ersten Mal sah. Ich glaube, ich hatte ein gewisses Gespür dafür. Irgendetwas daran war einfach nicht richtig. Nun, von diesem Moment an kämpfte ich mit mir selbst. Ich war ein Entdecker, erinnerst du dich? Ich mochte es zu erforschen, da reinzugehen und alles anzufassen, alles zu erleben. Was war es also, das mich an diesem Felskamm störte? Inmitten dieses Kampfes, den ich mit mir selbst führte, wurde mir eine weitere Sache klar, je länger ich das Unterwasserparadies bewunderte. Es gab nichts Lebendiges, das auch nur in die Nähe dieses Felsvorsprungs gekommen wäre. Kein Fisch kam vorbei, keine Schnecken, kein gar nichts. Sogar das Seegras schien ein paar Meter darum herum einfach aufzuhören zu wachsen. Das war es, was mich wirklich stutzig machte. Was zur Hölle war dieses Ding? Hatte ich einen Vulkan oder etwas anderes entdeckt, von dem niemand wusste?
Gegen meine Vulkantheorie sprach allerdings schnell, dass das Wasser nicht so warm war, wie man es in der Nähe eines Vulkans erwarten würde. Doch schließlich gab ich nach. Ich war einfach zu neugierig. Ich sagte doch, dass ich dumm war. Ich schwebte über dem nach Gestein aussehenden Landstrich. Der Plan war, ihn nur leicht mit dem Fuß anzutippen. Und langsam kam ich näher und näher, bis ich endlich Kontakt hatte. Er war weich. Er war überhaupt nicht aus Stein. Aber ich hatte kaum Zeit, mich darüber zu wundern. Plötzlich fühlte es sich an, als ob der gesamte Meeresboden zu beben begann. Ich geriet in Panik und steuerte auf die Oberfläche zu. Fast schon unkoordiniert schwamm ich in meinem Adrenalinschub zurück Richtung Oberfläche. Das Seegras um mich herum erzitterte und die Fische verabschiedeten sich in alle Richtungen. Endlich durchbrach mein Kopf die Wasseroberfläche und ich zog den wohl größten Atemzug, den ich je genommen hatte, in meine Lungen ein. Und dann? Stille. Alles war still. Ich schaute um mich herum. Nichts schien an der Oberfläche anders zu sein. Nichts war fehl am Platz. Die Dinge schienen sogar so normal zu sein, dass ich lachen musste. Und dann entspannte ich mich. Was auch immer passiert war, es konnte keine große Sache sein, oder? Ein seltsamer Trick der Natur. Nach ein paar weiteren tiefen Atemzügen tauchte ich wieder zurück ins Wasser. Erneut schwebte ich langsam hinunter. Wie zuvor auch schwankte das Seegras und die Fische tummelten sich. Und schließlich kam der Grund in Sicht. Der Grat war nicht mehr so, wie ich ihn verlassen hatte. Und dann sah ich sie. Ich kann sie bis heute nicht vergessen. Die Erinnerung daran lässt mich erschaudern. Eine Pupille, groß genug, um darin zu sitzen. Eine dunkelgraue Iris. Ein Ring aus strahlendem Weiß. Sie bewegte sich schwerfällig umher und nahm mich schließlich in ihren Fokus. Und schließlich der vermeintliche Felsgrat selbst, oben und unten in zwei Hälften gespalten. Ich glaube nicht, dass mein Herz irgendwie langsamer schlug, bis ich endlich am Ufer war. Jahrelang habe ich versucht zu vergessen, was ich gesehen habe, aber ich habe es nie geschafft. In manchen Nächten verfolgt es mich immer noch in meinen Träumen. Das musste das größte Vieh sein, das ein Mensch jemals gesehen hatte. Ich machte mir schon meine Gedanken, ob es sich dabei um eine noch nicht ausgestorbene Art eines Dinosauriers oder einfach nur einen unerforschten Meeresbewohner gigantischer Ausmaße handeln konnte. Deshalb wirst du mich auch nie wieder in der Nähe des Wassers erwischen. Nein, Sir, nie wieder.